Hallo! Willkommen zum Video zum Thema Bakterien in der genetischen Forschung. In diesem Video wird dir Grundlagenwissen zum Thema Bakterien vermittelt. Du erfährst, welche Eigenschaften sie zu beliebten Modellorganismen machen. Der vielfältige Einsatz von Bakterien in der Forschung wird an mehreren Anwendungsbeispielen dargestellt. Warum sind Bakterien in der genetischen Forschung so beliebt? Bakterien sind ideale Modellorganismen. Alle Bakterien sind kleine Einzeller und gehören zu den Prokaryoten. Das heißt, sie weisen im Gegensatz zu menschlichen Zellen oder anderen eukaryotischen Zellen keinen Zellkern und keine Zellorganellen auf. Ein großer Vorteil der Forschung mit Bakterien ist die unkomplizierte Handhabung. Sie lassen sich in einem geeigneten Nährmedium züchten. Im Vergleich zu anderen Organismen ist ihre Aufzucht relativ kostengünstig. Die Vermehrung von Bakterien erfolgt asexuell durch Zweiteilung, wobei zwei genetisch identische Bakterienzellen entstehen, sogenannte Klone. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com